Warum hast du die eigentlich gemacht, die Balkongeschichten? Weil ich Bock hatte. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Balkongeschichten unterwegs. Geht los. Klappe oder was? Brauche ich nicht. Schnell. Du brauchst keine Klappe? Ich brauche keine. Ich mach trotzdem Klappe. Das lasse ich im Schnitt. Es geht los. Ja. Also, aber wo waren wir stehen geblieben? Das eigentlich. Ach so, dass wir uns neue Themen ausdenken. Ja. Also dieses Sexting war dann mein Thema und Chris, wir machen jetzt auch einen Spanking-Workshop. Was Spanking ist Schlagen, halt wenn man jemanden auf den Arsch haut oder so. Oder es gibt ja auch mit Peitschen. Ich kann nichts dafür. Und dann... Schon ein verbindendes Thema zwischen euch, ja? Aber wie macht man das richtig? Weißt du das denn? Oder musst du dich dafür belesen? Es gibt verschiedene Techniken. Also zum Beispiel mit der hohlen Hand, weil mit der flachen Hand kann das zu doll wehtun. Und dass man das halt auch ein bisschen ausprobieren muss, weil viele Leute sehen im Porno, dass Frauen geschlagen werden, denken, Frauen finden das toll, hauen einfach drauf. Und das ist die Scheiße. Ja, und wir wollen halt auch, dass Männer, wenn halt die meisten unserer Hörer sind Männer, dass Männer auch wissen, wie man, Männer und Frauen wissen, wie man halt, wenn man es schon macht, dann macht es richtig. Früher wurden die Kinder noch von den Eltern geschlagen. So ändert sich die Zeit. Ich wüsste, wenn ich das bei dir machen würde, würde ich sofort eine Gefahr ausgeben. Das würde also nichts bringen. Ja, ich finde, man kann alles ausprobieren, aber man legt vieles auch wieder ad acta. Ja. Ja. Ich finde, man sollte alles ausprobieren und dann halt auch einfach sein lassen. Also ansonsten weiß man ja auch nicht, was einem gefällt. Genau. Oder nicht gefällt. Genau. Und in meinem Alter weiß man das schon, probiert nicht mehr so viel, ist zu anstrengend. Kommst du auch noch hin, Kind? Es ist auch anstrengend, aber durch den Podcast entdecke. Weißt du, worüber ich mich auch immer, amüsiere ist das falsche Wort, aber wundere, du bist immer der Erste, der postet, dass jemand verstorben ist. Ja, ich will mich nicht angucken. Das ist so. Ja. Wenn ich wissen will, ob wieder jemand gestorben ist, gucke ich bei Silvia. Da muss ich immer, wenn du das jetzt erzählst, an Udo Jürgens denken. Udo Jürgens war ja im Dezember... Ja, auf dem Spaziergang. 2015, glaube ich, verstorben. Und ich habe das irgendwie damals mit Lütte, Angelika Mann, irgendwann hinterher geschrieben, habe ihr das geschrieben und sie meint, das gibt's ja gerade nicht. Ich sitze gerade auf dem Klo, meinte sie. Jetzt ist Udo Jürgens tot. So ein paar Wochen später starb noch irgendein Prominenter. Hab ihr das wieder geschickt und sie meint, das gibt's gerade nicht. Richtig. Und sie meinte, sie traut sich jetzt gar nicht mehr. Und es war immer so ein Lacher. Ja. Und dann war mal wieder irgendjemand leider an der Reihe und sie hat gesagt, jetzt bin ich gerade mal nicht. Also wir hatten dann eine sehr gute... Der Bann ist gebrochen. Ja, genau. Also ich gucke dann immer schon, ich bin wirklich fast einer der Ersten. Und du Vampire sind oder finstere Charaktere. Und bei Pilcher würde ich, und ich robbe immer durch den Dreck. Ja. Und bei Pilcher würde ich dann einfach an schönen Schauplätzen mal drehen. Und, und so einfach nur schön aussehen dürfen und nicht immer Dreck verschmiert irgendwo. Und weißt du, Anne, es ist ja auch an der Zeit, dass wir uns nur noch mit Positiven mal umgeben. Einfach nur Schönheit, Liebe. Weinen vor Glück. Genau, so. Genau. Aber irgendwie, die sehen mich nicht da in dieser Rubrik. Vielleicht kommt es ja nochmal als böse Stiefmutter oder so. Keine Ahnung. Ich habe gelesen, die finden dich zu proletarisch dafür oder was? Das wurde mir in der Tat von Herr Rademann, der rief mich an, der wollte mich unbedingt haben. Der hat mich bestimmt 5-6 Mal beim Traumschiff. Dann. Traumschiff. Ja. Und dann hat er gesagt, das war dann auch die letzte Anfrage. Da rief er mich an und sagte, Anne, die finden dich zu proletarisch aussehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Sag mal. Wie lange kämpft man mit so einem Spruch? Gar nicht. Okay. Ich musste lachen. Ja, gut. Ich musste lachen, gut. Weil auf der anderen Seite bei Pilcher... Wie sieht man proletarisch aus? Ist das bei Pilcher nicht so, dass ich sag mal proletarisch aus ärmerem Hause verliebt sich in Reichen? Das würde doch passen. Ja, jetzt müsste man so, sagen wir mal, ein Altersdrama draus machen. Liebe, warum in jedem Alter, Anne, bitte. Wir werden ja alle älter, stimmt. Hast ja recht. Also, ich sag mal, gut, dass du den alten Mann in der Hafenkante nicht mehr hast. So, als Frau würde es umgekehrt nicht funktionieren. Ja. Dabei ist es Lebensrealität, alte Frau. Ja. Brauchte damals jemanden, der irgendwie ein bisschen polarisiert, aber der auch Heimatliebe verkörpert und das verkörpert er absolut. Absolut, ja. Mit seiner sächsischen Sprache. Das war vor
13 haben wir die ersten gemacht, genau. 13 war es. Und ich habe mir den gewünscht und habe den auch bekommen. Ich war dann dort, zwar ein bisschen, ja, ich kannte den, wir kannten uns ja gar nicht. Ach, ihr kanntet euch vorher gar nicht? Und jetzt denkt man, ihr seid die dicksten Kumpels schon immer gewesen, ne? Nein, wir kannten uns überhaupt nicht. Ah, das ist ja lustig. Und ich war dann dort mit so einem kleinen Team noch und so. Und dann da haben wir Kuchen gegessen und so. Ja, war ein bisschen sehr reserviert, sag ich mal so. Ja, ne? War er vorsichtig, ja, oder? Vorsichtig, ja. Und dann hat er mir erzählt, danach, beim zweiten Gespräch dann, hat er mir gesagt, naja, dann habe ich gehört, dass du nö sagst. Wie der Dresdner so nö sagt. Ne? Ja. Und da habe ich erst gedacht, der will sich ranwanzen an mich. Aber nee, der ist ja aus Dresden. Da dachte ich mir, naja, das geht vielleicht. So. Das hätte ja auch noch in die Hosen gehen können, wenn ihr euch jetzt gar nicht vertragen hättet. Absolut, oder? Das ist ja auch nicht so einfach, also mit Persönlichkeiten. Ach ja. Und dann wurde das eine Sendung, die sich wirklich von den anderen Heimatsendungen des MDR sehr wohltuend abhob. Ja. In ihrer Ruhe, mit ihrem Humor, in der Gelassenheit, in den außergewöhnlichen Menschen, ja, die ihr. War wirklich echt schön. Und ja, dann, ja, das war schön, haben sie das Baby wieder weggenommen. Ja, das war schade. Nach 7 Jahren, wir hatten wirklich eine schöne Zeit, weil das waren ja eigentlich die Menschen, die Sendung geschrieben, ja, haben. Ja. Wir hatten natürlich das große Glück, man muss mal wirklich mal sagen, dass der MDR uns alle Freiheiten gelassen hat. Also ich habe hier auch die Sendung geschnitten und gestaltet quasi. Hab die Musik dazu geschrieben, haben Sachen ausprobiert, einfach mal. Ja, wo kann man schon mal irgendwie ein Holger Biegel-Lied einfach nur bebildern? Ja. Ja? Also ja. Der Reichtum der Welt kommt da und dann siehst du irgendwie schöne Landschaft und dann muss man sich einfach mal das Lied anhören. Ja. Und das ist ja im Fernsehen nicht mehr üblich. Ja, ja, das und stimmt. Es wird ja alles nach 1,5 Minuten irgendwie abgeknackt und schnell. Andere Formate, die Zeit ist anders, ja, aber es gibt auch Menschen, die sowas mögen. Ja, und dann hatte der MDR irgendwie den Kanal voll von Herrn Steimle, weil er außerhalb des Senders auch mal ein T-Shirt anhatte, was mir auch nicht gefallen hat. Also, wo ich gesagt habe, nee, ja, ich finde das nicht witzig, aber wenn du das machst, dann musst du es machen. Also, aber ich bin ja nicht mit allem einverstanden, was er macht, aber trotzdem muss man sich ja nicht auseinander dividieren. Also man muss ja seine Freundschaft nicht beenden, nur weil man nicht mit allem einverstanden ist, was zwar heute üblich ist. Ja, furchtbarerweise tatsächlich. Ja, ja, man, ja, wenn man nicht mehr miteinander spricht und quasi der eine sitzt da und der andere sitzt da und der eine ist Impfgegner und der andere ist Freund oder nicht, ja, oder der andere ist schwarz. Also es gibt ja nur schwarz und weiß und sowas. Auf jeden Fall war das bei uns eben so eine Melange, die ganz gut hingehauen hat. Ja. Also ja, und dann haben sie ihn. Also das war schon schlimm, also wir sind am 4. Dezember bin ich dahin. Ich hatte die Mappe mit den 4 Sendungen für das nächste Jahr dabei und dann wurde mir gesagt, nee, die Sendung gibt es jetzt nicht mehr. Wie? Hätte ich doch mal vorher wenigstens mal was sagen können, ja, oder irgendwas. Ja. Also ich will jetzt auch kein MDR-Bashing machen oder sonst was, aber ich fand könnte den aber noch Stil, was hinzusetzen. Ja. Ich hätte noch ein Beispiel. Ja, ich fand den Stil jetzt auch nicht so. Zum Stil, so, ja. So gut gewählt, also ja, es war irgendwie so. Und Uwe saß schon oben beim Programmdirektor und dachte, ich müsste uns jetzt noch separieren oder was. Ja, es ist sehr, sehr schade und ich muss jetzt ehrlich mal sagen, ich habe eine richtige Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten, weil das einfach, das hat auch mein Leben sehr bestimmt, also ja, die 7 Jahre. Ja. Ich habe ein halbes Jahr ja immer für Uwe Steinles Dings.